Ich bin jetzt hier an der Eishalle, also am Eisdom in Schweinfurt, wo der Mario Selzer seine verlorene Wette einlösen muss. Jetzt gehe ich mal rein und gucke mal, was da so läuft. Hallo Mario, du bist ja hier im Eisdom jetzt. Ein wenig Muffe? Naja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, ich muss ja meine verlorene Wette einlösen, die von Tobi Werberich vom Pressesprecher der Schweinfurter Meisterschaft gekommen ist. Verliere ich auf der Sommerrodelbahn gegen den Kollegen Christian Blecki-Schwarz, dann muss ich bei den Schweinfurter Meisterschaft ein Training absolvieren. Und das ist heute soweit. Schauen wir, was da rauskommt. Bei den Mighty Dogs mit dem Trainer Stefan Reiser. Und was muss denn unser Mario heute machen? Strafe für die verlorene Wette an der Wassergruppe? Ja, das ist richtig. Er hat ja die Rodelwette verloren gegen Blecki, was ja nicht schwer ist, weil der Blecki einfach die größere Masse hat. Und dafür haben wir gesagt, wenn wir Länderspielpause haben, wird er bei uns mittrainieren. Das heißt, der Mario sitzt jetzt gerade drinnen in der Kabine, zieht sich um. Können wir nachher auch noch ein paar Aufnahmen machen. Dann geht er mit uns für den Mighty Dogs aufs Eis und trainiert. Das ist für ihn schon Strafe genug, weil es wird schon schwer genug für ihn, sich auf den Schlittschuh zu halten. Weil er richtig hat er genommen. Aber auf jeden Fall, wir haben heute eh ein hartes Training angesetzt, weil eben Länderspielpause ist und da ist der Mario mit dabei und der wird morgen richtig Muskelkater haben. Ja, hat er gesagt, er war 15 Jahre schon nichts mehr auf dem Eis gestanden. Kein Problem? Nee, vielleicht ist er ein Naturtalent, wer weiß. Super Mario. Bin mal gespannt. Ich mal extra langsam. Ich hab dir einfach eine Scheibe aufgeschoben, oder? Einmal ist auch ohne Scheibe. Das ist auch immer. Okay. Schläger hältst du so. Das ist ja nicht perfekt. Thank you.
Für den Vertrag reicht es leider nicht. Ja, schade. Marcel und ich haben uns kurz unterhalten, aber du bist echt ein guter Spieler, aber das ist nicht das, was wir suchen. Und, Also, war doch gar nicht so wild, oder? Das ist voll ein Landstück. Ja, ja. Kannst du das Zeug anrühren? Okay, super. Dann, ja. Ja, danke. Okay. Und können wir sagen, die Wette ist eingelöst? Die Wette ist eingelöst. Ich hätte es mir aber nicht so schnell anstrengend vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haut ganz schön rein. Also super schnelles Spiel. Macht zwar Spaß, aber ich glaube, ich muss erst mal Schlittschuh fahren, wieder üben und lernen. Vielleicht nächstes Jahr. Also jeder war bestimmt schon mal im Eisdom. Jeder weiß, dass es schon ein bisschen anstrengend ist, hier im Kreis zu fahren. Aber man sieht, Eishockey spielen ist, glaube ich, ein wesentlich anstrengender. Wahnsinn.